ganz hoch. Ich glaube, dass das eine fantastische Veranstaltung ist, weil wir einfach wieder lernen müssen, mit Dächern selbstverständlich umzugehen. Ja, das ist gerade wir Architekten müssen das wieder lernen und wieder unter das Volk bringen, weil das Volk, um das mal so zu sagen, also die Gesellschaft wünscht sich auch Dächer. Wenn sich die Domrömer Situationen angucken in Frankfurt am Main, das wäre doch nie entstanden, wenn das die Gesellschaft nicht gewollt hätte. Ja, sie reißen erstmal ein riesiges Bürohaus ab, das Technische Rathaus mit, ich weiß nicht, 30.000 Quadratmeter. Alleine das kostete Millionen an Steuergeldern, das Teil abzureißen, was gerade mal 30, 40 Jahre alt war, und dann herzugehen und in einem unglaublichen Aufwand kleine Hutzelhäuser dazu zu bauen, um hinterher dann diesen Erfolg zu haben. Also die Politiker waren nervös in dem ganzen Prozess und konnten es hinterher überhaupt nicht fassen, was für eine Zustimmung sie bekommen haben. Und das zeigt ja, dass wir dann, wenn wir das Dach so völlig ad absurdum stellen, so etwas von vorgestern, dass wir dann einfach gesellschaftspolitisch völlig falsch liegen. Ja, die Gesellschaft ist unser Kunde. Wir sind als Architekten Dienstleister für unsere Gesellschaft und nicht nur irgendwie Künstler.